Hallo und herzlich willkommen beim Oldtimer Studio 21. Heute geht es um die Corvette Stingray. Diese wurde im Sommer 1962 als zweite Generation der Corvette unter dem Namen Stingray vorgestellt. Der Begriff Stingray bezeichnet in der englischen Sprache den Stechrochen. Anders als beim Nachfolger Corvette C3 wurde die Bezeichnung noch mit Leerzeichen geschrieben. Zum ersten Mal gab es die Corvette außer dem Cabrio auch als Coupé. Die späten legendären Big Block V8 Motoren erschienen erstmals 1965. Anfangs mit einem 6,5 Liter und ab 1966 sogar mit einem 7,0 Liter Hubraummotor. Diese Motoren wies einen enormen Drehmoment auf und wurden erst mit Nachfolger der Corvette C3 übertroffen. Neu waren auch die Drehscheinwerfer, die in späteren Ausführungen als Klappscheinwerfer regelmäßig wiederkehren sollten und erst im Jahr 2005 mit der Corvette C6 wieder verschwanden. Die C2 war ebenfalls die erste Corvette ohne starre Hinterachse. Hier kam erstmal eine Einzelradaufhängung zum Einsatz. Klimaanlage und Ledersitze waren neu aufpreispflichtige Optionen. Im März 1964 gewann eine Corvette C2 in der Kategorie GT beim 12-Stunden-Rennen in Sebring. Roger Penske setzte seinen Siegeszug auf den Bahamas fort und ging im Dezember mit Jim Hults Grand Sport Corvette in Nassau vor einer starken Cobra-Konkurrenz als erster durchs Ziel. Im Februar 1966 gewann Roger Penskes 1966er Corvette mit einer 5,4 Liter Maschine das Daytona Continental Enduro Race in der GT-Klasse. Ebenso wie im März das 12-Stunden-Rennen von Sebring. Gebaut wurde die Corvette C2 Stingray vom September 1962 bis Juli 1967. Es wurden insgesamt 117.964 Stück hergestellt, darunter 45.546 Coupés. Die Stingray war eine von Bill Mitchells beste Arbeit. Überraschend war daher, dass diese Ausführung nur bis 1967 Bestand hatte. Bereits im Herbst 1967 erschien mit der Corvette C3 der Nachfolger. Larry Shinoda, US-Bürger mit japanischen Wurzeln, entwarf unter GM-Designchef Bill Mitchells die Stingray Generation, die zwischen 1963 und 1967 gebaut wurden. Exemplare der C2 mit dem ab 1965 lieferbaren Big Block Aggregat sind durch die auffällige Hutze auf der Motorhaube zu erkennen. Der sogenannte L78 Motor benötigt mehr Platz und macht deshalb eine Ausbuchtung in der speziellen Motorhaube nötig. Zunächst betrug der Hubraum des potenten 8-Zylinders 6,5 Liter, ab 1966 waren es dann 7,0 Liter. Von 0 auf 100 beschleunigte die Stingray mit 6,5 Liter V8 Motor innerhalb von 4,8 Sekunden. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 276 km/h erzielte die zweite Corvette-Generation 1967 einen Geschwindigkeitsrekord in Le Mans. Das dort gefahrene Modell wurde von dem ab 1966 eingeführte 7,0 Liter Big Block angetrieben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreib's in die Kommentare, Kanal abonnieren bitte nicht vergessen.